Wir sind in Teil 8 unserer parametrischen Spannbetonbrücke mit Rhino, Grasshopper und Sophistic angekommen. Und nachdem wir in Teil 7 und 6 die Stütze erzeugt und transformiert haben, wollen wir nun das analytische System der Stütze festlegen. Hier sind wir in unserem Bereich der Stütze. Ich zoome mal ein bisschen ran und schiebt das was rüber. Und wir zoomen uns mal hier vorne den Bereich, wo wir die Stütze erzeugt haben, ein wenig heran. Noch ein bisschen. So. Das ist ja unser etwas abgelegener Punkt gewesen, wo wir die Stütze sozusagen vorbereitet haben, bevor wir sie verschoben haben. Und ja, hier, wenn ich auf Extrude klicke, sieht man das nochmal. Da ist sie also grün hervorgehoben. Und wir müssen ja jetzt sagen, dass diese Stütze ein statisches, ein analytisches System bekommt, was sinnvollerweise eine Linie sein soll. Die Linie soll von oben Mitte bis unten Mitte verlaufen. Ja, was können wir da machen? Für Flächen und Flächenmittelpunkte gibt es hier einen Punkt, der heißt Surface und dieses Quadratmeter. Diese Komponente heißt Area, die hole ich mir mal dazu. Und wenn wir hier jetzt diese Fläche reingeben, kannst du mal zurück machen. Also hier ist die Fläche. Das war ja hier unser View Section. Und wenn ich jetzt von hier die Fläche reingebe, erscheint dort ein rotes Kreuz. Und das ist sehr praktisch, weil wir wollen genau das Zentrum haben. Das Kreuz liegt also im Zentrum. Man könnte hier auch übrigens beispielsweise den Flächeninhalt abfragen. Sähe dann so aus. Flächeninhalt brauchen wir nicht, sondern wir wollen ja genau diesen Punkt haben. Der liegt jetzt also schon vor und wir wollen von dort oben nach unten senkrecht runter einen zweiten Punkt erzeugen und dazwischen eben eine Linie. Ja, was machen wir zuerst? Nehmen wir erstmal die Linie, finden wir hier unter Curve dort die Linie. Lege ich hier ab. Das ist also ganz klar unser Startpunkt. Also von da soll es losgehen. Ja, und wie kommen wir jetzt zum Endpunkt hier unten hin? Ja, hatten wir ja auch schon bei der Extrusion vorbereitet, können wir also genau wieder hier diesen Unit Z-Faktor mit dem Number Slider hier nehmen. Und wie bewegt man nun einen Punkt von dort nach dort oder ein Objekt im Allgemeinen? Dafür gibt es die Möglichkeit, Move zu sagen. Move finden wir hier unter Transform dort. Also das ist unsere Move-Komponente. Bewegen wollen wir bewegen. Setze ich hier ab. Ja, und wir wollen eben diesen Zentrumspunkt, den oberen, bewegen. Also stecke ich den hier rein. Und wohin wollen wir ihn bewegen? Ja, das war ja hier dieser Faktor Z. Und wenn ich mal scrolle, haben wir ihn jetzt nach oben bewegt. Erinnern Sie sich daran, hatten wir hier auch gemacht. Das war diese Expression, die wir an der Stelle jetzt hier natürlich auch eingeben müssen. Also wir wollen unseren Punkt mal minus 1 bewegen. Und jetzt sieht man auch dort unten, dass das Kreuz in der Mitte erscheint. Und ich schiebe es mal ein bisschen rüber. Wenn ich also hier an dem Number Slider bewege, geht der Punkt dann entsprechend auch mit. So soll es ja sein. Gut, also die zwei Punkte haben wir. Jetzt wollen wir natürlich die Linie noch haben. Also müssen wir hier reinstecken. Und in grün erkennbar haben wir jetzt dort die Linie erzeugt. Also eine Linie ist da und wenn eine Linie da ist, dann können wir daraus auch eine Strukturlinie machen, also eine statische Linie, eine Linie von unserem analytischen System. Und dazu brauchen wir natürlich die Sophistic Toolbar.
Und hier unter Structure finden wir die Structure Line, also die Strukturlinie. Was geht da rein? In diese Komponente als erst natürlich die Kurve, also in unserem Fall die Linie. Dann könnte man hier eine Nummer vorgeben. Eine Gruppennummer vorzugeben ist sinnvoll. Ich mache mal hier die 10 rein, weil ich habe mir das folgendermaßen überlegt. Ich blende mal das Fertige ein. Es gibt ja die Möglichkeit, hier der Übersichtlichkeit halber mit Gruppen zu arbeiten. In unserem Fall, man braucht es auch für andere Dinge, aber in unserem Fall dient es der Übersichtlichkeit. Und wenn ich mal alle ausschalte, also das ist das, wo wir hinwollen. Ich sage, Gruppe 10 soll diese Stütze werden. Wenn ich mal nur die einblende, sehen wir also 10 ist unsere Stütze. Dann habe ich mir so überlegt, 15 werden dann hier diese beiden Fundamentplatten sein, die wir später noch machen. 16, dann die Flügelwände. Dann 17, das ist die Auflagerbank hier und dort. Hoppla. Ja. Und dann hätten wir 20, soll dann der Überbau werden. Und wenn ich das mal die Querschnitte ausschalte, dann sieht man also, Überbau und Vorspannung ist dann hier die 20. Dann haben wir die Kopplungen, die wir noch erzeugen wollen, und last not least auch die Federn hier jeweils. Genau, also das ist der Hintergrund, warum ich jetzt hier mit Gruppen arbeiten möchte. Also die Stütze soll Gruppe 10 sein. Schalte ich mal wieder ein und gehe zurück hierhin. Also deswegen 10, das soll meine Gruppennummer sein. Dann habe ich das direkt schon fertig. Section, ja, Querschnitt, den hatten wir hier erzeugt. Und das ist unser Querschnitt Nummer 1. Also machen wir hier die 1 rein. Das soll unser Querschnittsnummer sein. Was haben wir noch? Direction Z, das, ich gucke mal, ob ich das zeigen kann. Genau. Also hier sieht man das lokale System unserer Stütze und es ist ja wie immer rot, grün und blau. Also X, Y und Z. Rot ist X, Y ist grün und Z ist blau. Und hier kann man sagen, wenn man das möchte, in welche Richtung eben die lokale Z-Achse gehen soll. Die lokale Z-Achse, also X ist rot, das ist natürlich entlang der Stütze und Z ist ja blau. Das heißt, jetzt wäre die Z-Achse hier in der globalen X-Richtung. Ja, ist okay, wenn man es ändern möchte, kann man hier wieder auf Vektor gehen, holt sich einen entsprechenden Vektor, zum Beispiel jetzt eben den Y. Vektor, und wenn ich den jetzt da reinstecke, dann werden Sie sehen, dass der grüne und der blaue Pfeil sich um 90 Grad drehen. So, genau. Und jetzt sehen wir also, blau ist jetzt in der globalen Y-Richtung. Ja, kann sinnvoll sein, das zu wissen. Ja, damit haben wir also auch schon unsere Strukturlinie und wir erkennen das auch, die ist so in einem hellen Blau hinterlegt. Das kann man natürlich einstellen. Zeige ich Ihnen dann noch an anderer Stelle. Ja, was wir noch haben wollen, bietet sich an, das direkt mitzumachen, ist natürlich jetzt hier unten das Auflager. Der Punkt ist ja schon da, also brauchen wir nur wieder hier in Sophistic reinzugehen. Structural Point, ja, ablegen. Was geht da rein? Natürlich die Geometrie, also unser Punkt, den wir bewegt haben, das ist ja hier der. Ja, also den stecken wir da rein. Dann wird er auch schon in diesem hellen Blau dargestellt. Und dann müssen wir noch sagen, wie soll festgehalten werden. Wenn man die Maus draufstehen lässt, kriegt man das auch erklärt. Also P ist das Zeichen für Translation und M für Rotation. L kann man noch für lokale Achsen einstellen. Ich könnte hier einfach F schreiben, das wäre also komplett alle Richtungen gesperrt. Kann ich machen, aber wir können hier auch einfach mal sagen, also in X-Richtung, Y-Richtung und Z die Verschiebungen und dann MX, MY, MZ die Verdrehungen. Käme also einem
f gleich. Wir sehen jetzt hier das Symbol, was da erscheint. Ne, und wenn ich die hier nochmal rausnehme, die Verdrehungen zum Beispiel, dann sieht man ja auch, dass sich das ein Symbol entsprechend ändert. Ja, oder ich es mal so mache, die löschen. Kann man ganz gut erkennen. Jetzt hätten wir nur eine Festhaltung in PX und zwar global. Ne? So, ich mache wieder alle rein. Dann sieht das so aus. Gut, damit haben wir es erzeugt und jetzt müssen wir es natürlich auch wieder an die richtige Stelle herüberbringen. Man kann es auch direkt hier erzeugen. Ich habe es aber so gemacht, finde ich, ist einfach für Sie besser nachzuvollziehen. Wir müssen es jetzt also wieder ja, transformieren, unser statisches System, unser analytisches System der Stütze. Und dafür brauchen wir natürlich wieder hier unsere Transform-Komponente. So. Und was geht da rein? Einerseits natürlich die Geometrie, also die Geometrie unserer Linie. Dann die Geometrie unseres Strukturpoints. Jetzt bitte mit der Shift-Taste gedrückt halten, hier reinstecken, weil sonst wäre die Strukturlinie wieder gelöscht. Also die Verbindung wäre gelöscht. So, und wo soll es denn hin? Ja, das haben wir ja oben alles schon vorbereitet. Können wir direkt von hier wieder nehmen und darüber bringen. Und dann sehen wir auch schon, hier tauchen jetzt die lokalen die Lokalsysteme auf. Also wir haben jetzt das analytische System der Stütze erzeugt. Wunderbar. Gut, ich denke, das soll es wieder hierfür gewesen sein. Wir sind im Prinzip fertig mit der Stütze. Wir können das Ganze also jetzt auch wieder gruppieren, so rechte Maustaste, Group und ja, ich schiebe es mal ein bisschen hier rüber und ja, sind wir soweit fertig mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal.